Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 13. August. Ein Geduldiger ist besser, denn ein Starker. Sprüche 16, Vers 13. Wie? Was? Ein starker, vitaler Kerl ist doch wohl besser als ein Geduldiger. Den großen Sportsleuten jedenfalls jauchzen Tausende zu. Doch über einen Geduldigen lächelt man höchstens. Aber wer hat dann eigentlich zu bestimmen, was gut, was böse und was besser ist? Die Volksmeinung? Oder die Regierung? Oder die Philosophen? Die Theologen? Die Lehrer? Oder unser eigenes Herz? Es kann doch nur ein einziger sagen, was wirklich gut ist, nämlich der Herr und Richter der Welt, Gott. Und er proklamiert in seinem Wort, ein Geduldiger ist besser, denn ein Starker. Das ist ja ein merkwürdiges Wort. Es müsste doch eigentlich heißen, ein Geduldiger ist besser als ein Ungeduldiger. Es heißt aber, besser, denn ein Starker. Da ist also nichts gegen die Starken gesagt. Es ist schön, wenn einer stark und gesund ist. Ein solcher tut gut, Gott für solche Gaben zu danken. Aber ein Geduldiger ist besser. Warum wohl? Ein Geduldiger ist ein Mensch, der Zeit hat. Vom Teufel heißt es aber einmal in der Bibel, er weiß, dass er wenig Zeit hat. Das keine Zeit haben, das gehetzt sein, ist etwas typisch Dämonisches und Satanisches. Gott hat Zeit, von ihm heißt es, er ruhte am siebten Tage. Und er tut alles fein zu seiner Zeit. Bei Gott ist Ruhe, Friede und Freude. Und der Geduldige ist ein Mensch, der auf Gottes Seite steht und aus seiner Kraft lebt, die er uns in Jesus anbietet. Herr Jesus, mache unser unruhiges Herz stille in dir. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.